Hallo Aktienfreunde, das Jahr 2022 hat begonnen und ich habe es noch kurz vor knapp im Jahr 2021 geschafft, eine ganz bestimmte Aktie nachzukaufen. Übrigens haben wir es gemeinsam geschafft, die 1000 Abonnenten zu knacken und zwar auch kurz vor knapp noch im Jahr 2021. Vielen lieben Dank dafür und da ich eure wertvolle Zeit sehr, sehr schätze, werde ich euch jetzt auch hier nicht auf die Folter spannen und dann nur ganz zum Schluss meine Aktie verraten, dann um irgendwie Watchtime zu generieren oder sowas. Hier direkt zu Anfang, ich habe die Palantir-Aktie nachgekauft. Wenn ihr aber wissen wollt, warum ich das Ganze gemacht habe, also wenn euch die Gründe dafür interessieren, dann könnt ihr natürlich gerne dranbleiben und euch das Video ganz anschauen. Und falls du dich jetzt wunderst, warum ich dir bisher keine Trading-Kurse angeboten habe oder keine Shortbriefe verkaufe, dich nicht die ganze Zeit vollspamme mit meinen Affiliate-Links, dann liegt es daran, dass hier jetzt mein Content kostenfrei ist. Also du kannst mich gerne mitverfolgen, indem du einfach nur den Kanal abonnierst mit Glocke, dann bleibst du up to date. Zwischendurch mache ich dann eben auch meine Depot-Updates, wo ich ganz genau zeige, was ich kaufe oder verkaufe, je nachdem wie es ist. Da sind meine Videos natürlich auch keine Finanzberatung. Wenn du Geld investieren willst, dann solltest du definitiv deine eigene Analyse machen und du kannst auch natürlich getrost meine Affiliate-Links ignorieren. Nutz einfach gerne die Affiliate-Links von deinen Freunden. Mich kannst du kostenlos unterstützen mit einem Daumen nach oben. So, um keine weitere Zeit zu verschwenden, schauen wir uns den Chart von Palantir an. Falls du dich jetzt aber etwas mehr für Palantir interessierst, kannst du dir natürlich gerne meine anderen Videos anschauen, meine anderen Analysen. Da spreche ich dann auch über das Geschäftsmodell von Palantir, über die fundamentalen Daten und das generelle Potenzial. Heute schauen wir uns aber den Chart an. Hier habe ich auch schon den 4-Stunden-Chart in Euro einmal aufgemacht. Normalerweise schaue ich mir eigentlich immer den US-Dollar-Chart an, egal ob es jetzt bei Aktien oder Kryptowährungen ist. Ja, da die meisten Leute auf der Welt halt eben in US-Dollar handeln, traden, investieren, finde ich das für die Preisentwicklung etwas aussagekräftiger. Nichtsdestotrotz schaue ich mir zwischendurch auch mal die Euro-Charts an, um einfach nur zu sehen, ob ich auch wirklich die richtigen Kurse erwischt habe. Und ich habe jetzt bei ungefähr 15,85 Euro 55 Palantir-Aktien nachgekauft. Werde ich euch auch einblenden, war bei Trade Republic und das war ziemlich genau dann eben hier auf dieser Supportlinie am 29. Dezember, da habe ich nochmal nachgeschossen. Man sieht, dass die Supportlinie auch mehrmals hier angetestet wurde und dementsprechend habe ich mich jetzt dazu entschieden, hier einmal nachzukaufen. Einer der Gründe war natürlich unter anderem, dass wir hier einen sehr, sehr starken Abverkauf gesehen haben, jetzt die letzten Monate bei Palantir. Um die 55% hat die Aktie nachgegeben. Das ist für mich ein extrem krasser Rabatt, da ich ja langfristig in Palantir investiere. Wir sehen auch, dass wir schon seit Monaten uns in so einer Konsolidierungsphase befinden. Und was, glaube ich, sehr, sehr viele vergessen, klar, Palantir ist ein etwas älteres Unternehmen, aber an der Börse wird Palantir erst seit dem Ende 2020 gehandelt. Also quasi seit Ende 2020 gibt es Palantir überhaupt an der Börse. Das heißt, als Börsenunternehmen ist es eigentlich noch relativ jung und dementsprechend ist hier eigentlich noch so eine Preisfindungsphase gar nicht so unüblich. Zusätzlich finde ich es mega geil, dass Palantir, abgesehen natürlich von der ganzen krassen Entwicklung beim Wachstum, könnt ihr euch wie gesagt in anderen Videos anschauen, auch versucht innovativ zu bleiben, in andere Segmente da einzusteigen und hier finde ich Foundry for Crypto mega geil, also Next Generation Software von Next Generation Finance. Viele von euch wissen, ich selber bin in Kryptowährungen investiert, glaube auch, da ist noch extrem viel Luft nach oben, wenn ich das Ganze mir überlege, wie sich das in 5 oder 10 Jahren entwickeln wird und das Palantir jetzt genau in diesem Bereich einsteigt, ist für mich einfach der Hammer, weil ich glaube, in 5 oder 10 Jahren werden die extrem stark davon profitieren. Denn einer der größten Faktoren oder Probleme bei Kryptowährungen derzeit ist immer noch halt dieses Thema Betrug, also Scam, auch Diebstahl, wenn man sich das Ganze hier einmal durchliest. Also dass halt generell sehr, sehr viele Leute Keys dann eben rausgeben, aber irgendwelche Exchanges irgendwo gehackt werden, wie auch immer. Und das ist natürlich das Spezialgebiet von Palantir, abgesehen von der Datenanalyse. Die helfen ja auch unter anderem der CIA, generell der US-Regierung, genau bei diesen Themen. Und da muss man halt eben sagen, dadurch, dass die jetzt genau in diesem Bereich Stand heute dann eben einsteigen wollen, glaube ich, dass sehr, sehr viele Exchanges davon auch langfristig profitieren werden und generell das Krypto-Game an sich auch sehr, sehr stark profitieren wird. Da bin ich jetzt noch umso bullischer, was Palantir angeht. Denn ich investiere hauptsächlich in Unternehmen, die auch versuchen, sich immer weiter und weiter zu entwickeln. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich dann eben sehe, das Management von Palantir versucht, auch neue Bereiche dann eben rauszufinden. Auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, ob das Ganze dann langfristig funktionieren wird, ob das Ganze langfristig profitabel sein wird. Das sei mal dahingestellt. Aber trotzdem, die Idee an sich finde ich schon mal richtig, richtig geil. Das ist zumindest mein Gedanke dahinter. Denn ich möchte nicht in ein Unternehmen investieren, die halt einfach nur an einem Punkt dann eben stehen bleiben und nicht eben sich weiterentwickeln. Das ist für mich dann kein Growth-Unternehmen und da würde ich auch dann nicht rein investieren. Ansonsten, wenn wir uns jetzt einmal die US-Dollar-Charts hier mal anschauen, wie gesagt, ich finde es für die Preisentwicklung etwas aussagekräftiger, dann sehen wir hier einmal bei dem Tageschart,
dass wir hier quasi im US-Dollar-Bereich dann ungefähr bei 18 US-Dollar dann gelandet sind. Das ist jetzt quasi in Euro der Bereich, den ich euch gezeigt habe, ne, mit ungefähr 16 Euro. Also man sieht es, wir sind hier wirklich genau auf diese Support-Linie. Wir touchen das Ganze mehrmals an. Jetzt wird natürlich die Frage sein, ob das Ganze dann auch hält oder nicht hält. Denn im Grunde genommen, wenn es durchbrochen wird, dann geht es dann auch nochmal deutlich weiter nach unten. Dann werden wir ungefähr auf 16 Dollar dann eben landen. Und man sieht es, danach gibt es keine signifikanten Level mehr oder sowas. Danach könnte es wirklich dramatisch werden, was den Kurs angeht. Was ich aber interessant finde, also im Tageschart sehen wir, dass wir uns hier beim RSI-Indikator so ungefähr mittendrin befinden. Wir waren hier eine Weile sogar im Überverkaufbereich gewesen. Im Tageschart bei den MACD-Linien ist jetzt auch nichts Gravierendes da. Also wenn wir uns das angucken, die Linien sind jetzt sehr, sehr nah dran. Man kann sie jetzt keinen ganz genauen Trend in den letzten Tagen herausfinden. Also wenn wir uns das Ganze angucken, dann sehen wir ja eigentlich auch nichts anderes als so eine Seitwärtsbewegung. Was ich aber persönlich sehr interessant fand und einer der Gründe, warum ich jetzt auch hier wirklich mal nachgekauft habe und nicht die Tage davor, war dann halt eben der Wochenchart. Und zwar im Wochenchart sehe ich zwar immer noch bei den MACD-Linien, dass wir uns noch im Abwärtstrend befinden, aber beim RSI-Indikator sind wir jetzt langsam aber sicher im Überverkaufbereich, und zwar auf dem Wochenchart, also schon auf dem langfristigen Chart. Und das war für mich einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, jetzt reicht es mir. Ich werde jetzt auf jeden Fall einen Teil des Geldes, den ich jetzt noch irgendwo frei zur Verfügung habe, das ist einer meiner größten Probleme, dass ich nicht genug Geld habe zum Investieren, den werde ich jetzt auf jeden Fall in Palantir nachschießen. Denn im Grunde genommen wäre jetzt für mich das Risiko viel höher, dass wir jetzt hier einen Bouncer sehen und das Ganze dann doch wieder kurzfristig nach oben steigt und ich nicht schaffe, meinen Kurs bei Palantir zu verbilligen. Und wie gesagt, ich sehe das Ganze langfristig. Ich konnte meinen Kurs jetzt natürlich sehr, sehr deutlich und sehr, sehr gut verbilligen. Dementsprechend bin ich sehr zufrieden damit und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn der gesamte Markt jetzt wieder nach oben gehen sollte, wenn die ganzen Aktienmärkte dann vor allem im Tech-Bereich dann eben nach oben ausschlagen, dass Palantir da hinten dran bleibt. Das finde ich schon sehr, sehr unrealistisch. Und wie gesagt, langfristig auf 5 Jahre bin ich mehr als bullisch. Dementsprechend denke ich, dass diese Phase, die wir hier haben, also diese Konsolidierungsphase hier, eine sehr, sehr gute Phase ist, wo man sein Geld dann eben nach und nach investieren kann in Palantir und dann halt langfristig dann irgendwann davon profitieren wird. Das war jetzt meine ganz kurze Meinung zu Palantir, warum ich jetzt noch ein bisschen nachgebuttert habe. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Palantir haltet. Habt ihr vielleicht geschafft, genau bei diesen Kursen dann auch nachzubuttern, oder bei welchen Kursen habt ihr generell Palantir gekauft? Das interessiert mich natürlich auch sehr, sehr gerne. Wo seht ihr Resistance und Support Level? Wäre für mich extrem interessant. Ansonsten drücke ich euch die Daumen, dass das Jahr 2022 für euch genauso erfolgreich sein wird wie das letzte Jahr hoffentlich. Für mich war das letzte Jahr 2021 von der Rendite her, von den Investments her sehr, sehr geil. Und ich hoffe, das nächste Jahr läuft genauso weiter. Wir müssen uns halt eben anschauen, wie sich das auch mit dem Tapering von der Fed dann eben entwickelt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, werde zwischendurch dann immer wieder Updates geben. Ich habe jetzt auch letztens ein paar Kryptowährungen nachgekauft. Werde auch mal schauen, dass ich da ein Video vielleicht mal zu mache. Und ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Ach krass, du bist ja immer noch hier. Also dann kannst du den Kanal auch genauso gut abonnieren. Ich kann dir zwar nicht versprechen, dass du mit den Informationen hier zum nächsten Millionär wirst, ich kann dir aber versprechen, dass ich dir nicht irgendwelche Trading-Kurse an die Backe laber und dich nicht die ganze Zeit voll spamme mit meinen Affiliate-Links. Das Geld kannst du genauso gut sparen, um dann in Aktien oder Kryptowährungen zu investieren. Übrigens kannst du auch die Glocke aktivieren, um dann halt die nächsten Videos von mir zu sehen.